So, also wir können gerne noch ein bisschen, wenn er möchte, noch Bunga. wechseln. Ich würde dann jetzt auch da hinkommen. Wo seid ihr auf Feld 4? Jo. Gut, dann würde ich da nämlich jetzt auch noch mit hinkommen. Zum Ja, ich Abfahren. schon mit Hex. Wenn alle kommen, bräuchten wir noch einen zweiten Hexler. Ich bin gerade schon drin. Ah, okay. Okay, hier Ich bin hängt was machst du der da? Wenden. Ich Wird bin hier mal weg. gleich zum Essen weg. Ja. Nee, nein, Nee, Thomas, nee, nee. Ich weiß, in der Zeit verdiene ich kein Geld. Gut finde ich das auch nicht, aber essen muss ich irgendwie. Immer diese niedrigen Bedürfnisse. Ja, ne? Ach so, Man muss ein immer Feige. essen und schlafen. Das Und kostet aber auch dich. what are you doing, Alex? GPS-Ausrichter. Na, da ist Okay. falsch anzufangen, Alex. Warum war ich? Okay. Benji, hier ist doch aufgehört. Mittendrin. Ich hab doch schon. Was, Ich was? setze nur nach. Wollen wir jetzt gleich nochmal mit Udo quatschen? Gesundheit. Nach dem Stream dann, ne? Also ich würde Ach sagen, so. kurz nach 8 dann. Weil Udo ist jetzt gerade eh nochmal gemutet. Bei mir das. S. So, kommt noch ein Jetzt. zweiter Häcksler, oder? Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich stehe hier schon. Ja. Was macht mein Er will dich GPS? aber nicht, er nimmt lieber Udo. Hä? Und du hackst jetzt noch nicht mal was. Ja. Na, ja, da wird noch was drin gewesen sein. Alex, what Ja. are you doing? Hey, ja. Da. So, für die, die jetzt noch online sind, also wir werden heute den Server laufen lassen. Also wir stellen den heute nicht aus. Events sind ja soweit alle gelaufen. Wir haben nur zur Zwischeninfo, wir haben jeden Abend den Server ausgestellt, damit es nicht nachher heißt, er konnte sich schon mal die Aufgaben angucken oder ähnliches, sondern so dann für allen fair blieb. Wir lassen heute den Server an. Ihr könnt heute auch so lange drauf bleiben, wie ihr wollt. Das ist nicht das Problem. Und dann würde ich sagen, wir hoffen, dass alles soweit ganz gut geht, weil dann würde nämlich auch als Dankeschön von meiner Wenigkeit her für euch morgen früh oder auch heute Nacht, ich weiß ja nicht, wer extra sich für die Nachtschicht Zeit genommen hat, um LS22 anzuspielen, Mein Key ist noch nicht da. aber der Server sollte, wenn alles gut läuft, heute Nacht gegen 1, halb 2 startklar sein. Ich denke mal, da werden wir, Thomas, ich denke mal, da werden wir nachher dann definitiv halt im Discord bleiben, sobald fertig ist, ne? Ja. Er ist immer noch da. Ja, ich muss mal gerade hier wichtige Devisen erzeugen. Ach, Macht die ja Geschichte. sonst keiner. Ach, wolltest du suchen? Okay. Ja. Peter, wir können alleine sein, dass wir im Minus sind. Genau, das bräuchte ich mir auch gerade. Ja, Weil wir das, vorgespult haben. Weil wir vorgespult haben. Weil Ah, ist keiner. klar. Weil keiner die BGR erfüllt, deswegen Udo. Verzeih, dass du fisch. Wir sind Immer. live. Alex, Immer, du bist da, du wirst nicht glauben, was ich gerade hier tue. Ich Das halt nur die erst BGR erfüllt. Natürlich, nur das bringt Geld, Freunde. Ja, aber wenn die Zeit auf einen steht, bis 0 Uhr dauert es eine Weile. Ja. Die Kinder waren bis Wie 0 viel geht denn da rein in die BGA? Weiß das einer? 80, glaube ich. 60? 60k, glaube ich, oder? Nee, Waren da das? ging mal nicht mehr rein. Ich glaube 90. Mussten wir Alter. probieren. Ja, das ist nicht so ein Spielzeugding wie auf der Holzer. Und die fahren Schade ja auch ein eigentlich. bisschen was schneller. Welcher Hexenrottenabfahrer? Sippel? Ja. Ich hab Rum. GPS an. Fährst einfach so geradeaus weiter, dann machen wir die Spitze hier weg. Ja, machen Mal jetzt hier einmal durch. wir. Wer fährt unten gerade? Christian, du, oder? Ja. Wir steigen gerade, also wir fahren parallel rauf unter die Linie hier. Ja. Dass wir uns unten nicht in die Quere kommen können. Ja, ich fahre hier. Ah, Christian okay. fährt wieder für Faule, er fährt mit GPS. Naja. Ja, ich auch, also so ist nicht. 62 Grad geht. Aber weniger, wir haben echt mal schon best abgezahlt. Zwei Traktoren, gut Geld. Ja. Also es schadet echt nicht. Also es hat sich gelohnt, auf jeden Fall mitzumachen.
Gott sei Dank habe ich eBay. Also Gott sei Dank war die eBay-Anzeige da. Eigentlich müsste man das jetzt für die beiden machen, weil Alex ja rumgejammert hat beim Silo-Schieben. Eigentlich müsste man da Gebrauchtmaschinen kaufen. Ja, hatte ich auch vor, meinst du, die kriegen. Ja. So, Udo, komm näher ran. Bin da. Udo, bist du da oder was? Ich bin da. Alles Kommissar. Ich bin gleich fertig. Fahren wir wieder durch, fährst du so weiter. Eins. Okay. Ganz ruhig weiter weg, der schmeißt so weit. Upsi, Entschuldigung. So. Mach ich die Ecke hier weg. Wenn ich guck, da regt sich ein Halbhebel wieder drüber auf. Das ist alles Kapital! Entschuldigung! Also, da ist die Frau. Hab ich da gerade Kapital gehört? Nein! Da fangen die Ohren an zu schlackern, du. Ja. Da sobt der Tropf, der sabbert schon wieder den Skin runter. Ja. Jetzt parallel hier hoch runter oder was hast du vor? Ja, wir fahren jetzt hoch runter. Debi, und das ist dann nachher deine Videos in Zeitraffer oder in Echtzeit? Echtzeit. Das geht keiner. Nee, die Videos mache ich in Echtzeit hoch. Okay. So, dann stelle ich mich mal neben den Matze. Ah, ich mache mir jetzt einen Scherz, pass auf. Der Matze steht da in der Ecke, ich stelle da jetzt eine Sandburg hin. Aber ich denke mal, die Videos von heute, die werden erst morgen hochkommen. Du hast ja immer tagesversetzt abgeloadet, oder nicht? Bitte? Du hast ja immer tagesversetzt hochgeladen. Ja, ich lade die, morgen früh erst hoch. Ja. Morgen Vormittag, und mal gucken, wie ich das morgen schaffe. Und dann denke ich mal wieder so 14 Uhr, da mache ich halb Stundentakt, da ich sie dann reinsetze. Also ich glaube von heute waren 3 Videos nur, also heute war nicht allzu viel wie von gestern. Baukosten? Ja, aber der Sandburg im Bauer Zwicker. Ich habe den Matze eingemauert. Und auch da könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr die Videos euch anschaut, auch mal ruhig bitte einen Daumen da lassen. Gerne. Geht nicht. Das ist nämlich gut für unsere Werbung. Ja. Und auch wenn ihr Facebook, Instagram oder ähnliches habt, dürft ihr ruhig für den Stubengelber-Kanal auf Twitch auch Werbung machen und Streams ankündigen, wenn wir da was geplant haben. Mhm. Dass wir da auch noch ein paar Zuschauerchen mehr bekommen. Also, hat ein berühmter Grill-YouTuber immer gesagt, Support ist kein Mord, ne, Alex? Oh, jetzt eigentlich wieder ich! Alex, ist auch wenn ich halt. Da können wir jetzt aber leider nicht spielen, weil das ist GEMA geschützt und auch nicht so ganz jugendfrei. Also, das müsstest du ja eigentlich. Nein, überhaupt gar nicht aufpassen. Ich sagte, es gibt ja auch ein Lied, das ist aber nicht GEMA-frei und auch nicht jugendfrei. Das können wir jetzt leider nicht spielen. Sorry. Wegen Thema überhaupt gerade. Ich nicht ganz den Faden. Alex, passt schon wieder darauf. Einer muss der Letzte sein. Ach so, okay. Ah, ich einer ist so, Jungs. Ich will mal gerade essen. Jo. Mahlzeit. Einer ist immer das arme Brian, genau. Ja, okay. Ja, da ist die Jugend, die kennt das nicht immer so, Christian. Dann ist das ja. Da haben wir irgendwie 90. Sorry, dass ich der Jüngste bin. 5. Ja, hey, Udo. 6. Ich weiß nicht. Ja, okay. Wenn man das Feld, fertig ist, dann bin ich aber weg für heute. Ja, ich auch. Ich wahrscheinlich auch. Schon mal vorschlafen für die Nachtschicht. Ja. So ungefähr. Udo, wie viel hast du? 80. Ah, okay. 88. Dann kann ich ja drehen. Na Udo, wenn wir oben sind, kannst du abhauen dann. Ja, hatte ich auch gedacht. So, sind wir fahren dran. Ich hau ab. Alex, ich fühle mich gerade wie zu Hause. Wenn ich zum Feld schon ausguck, Nebel. Ja, okay, es trifft uns echt gut zu. Gute Alp halt, gell?
Ja, den ganzen Tag schon. Ah ne, heute Morgen habe ich kurz auf meinem Balkon, habe ich kurz Sonne gehabt. Ja, gut, aus Sicherheit auf jeden Fall. Und dann ist es zugezogen. Christian, wenn wir fertig haben, gehen wir noch mit Udo nach oben, ne? Ja. Ja, Alex, ich würde sagen, dann musst du einfach heute Nacht um 12 Uhr aufstehen und wieder mein Spiel runterladen. Ich lade es frühes runter, wenn ich mein Key habe. Ja, habt ihr Steam oder habt ihr so gekauft? Ich habe Steam gekauft, Alex hat es über Ding. Ich habe mir Steam Key gekauft. Ja, Steam ist doch aber morgen früh erst irgendwann. Neune. Nimmst du den Rest mit, Banshee? 0 Uhr, Christian. Wer spricht gerade mit dir? Steam, oder? Ja. Ja, ich mach voll. Nee, also laut Giants wird auf Steam ab 9 released. Ja, weil Steam wieder Faxen macht. Ja, gut. Haben wir wieder die Faxen-Dicke hier? Christian, fährst du zuerst durch, oder? Dann warte ich kurz. Ja, du hättest weiterfahren können, das geht doch. Geht sich doch aus. Das halt Steinberg stecken. So, nehmt ihr den Rest mit? Ja. Können wir. Rest. Gut. Wer bleibt jetzt noch online? Weil ich glaube, sonst würden fast alle offline gehen, oder? Ja, ich bin wahrscheinlich auch weg. Kommt drauf an, was die Frau vorhat. Die liegt natürlich im Bett. Ja, wenn die ins Bett geht, bleibe ich vielleicht noch. Ansonsten setze ich mich mit ihr noch ein bisschen hin. Sie hat ihn vorgestern nervös gemacht, oder? Deswegen war er so schnell weg am Freitag. Ja, Ruhe. Die letzten paar Minuten LS19 genießen. Ja, tatsächlich, ich glaube, wir werden nicht mehr das Spiel nicht mehr öffnen oder nicht mehr oft öffnen. Also, ich sag jetzt mal so, wir haben ja alles aufgenommen, die ganzen 3 Tage. Es sind einzelne Videos, die sind bei YouTube drin. Kommen die Videos von heute, die Aufnahmen, die werde ich auch noch morgen reinladen. Und Uwe, ich glaube, kannst zurückfahren. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Ja, ist Feierabend. Und ihr könnt jederzeit ja die gerne wieder gucken. Und auch wenn ich... Entschuldigung. Ja, kann ja Benji gewesen sein. Ja. Auch wenn da... Wenn ihr Ideen habt, für was wir dann nochmal so ein Wochenende machen können oder ähnliches. Ich denke mal, Christian, würden wir die Letzten sein, die Nein sagen, wenn wir das vorher planen können, alles, ne? Genau, wenn ihr da irgendwas habt, sagt da einfach mal Bescheid. Und dann bequatschen wir das. Und dann sehen wir weiter. Und dann werden wir ja sehen, was wir draus machen können. Was ich gleich wegen so Challenges mir überlegt habe, man ist ja meistens zu zweit auf einem Hof. Und dann könnte man ja auch eine Challenge machen, wo man zu zweit arbeiten müsste. Zum Beispiel, keine Ahnung, Trauben einfahren und der andere muss dann als schnellstes zum Händler fahren oder sowas. Das habe ich mir gedacht. Das können wir dann. Das bequatschen wir alles dann, wenn es soweit ist. Genau. Taktisches Probe und taktisches Sehen oder irgendwie sowas. Ja, oder Alex, auf Marsch. Alles mal in Ruhe und dann kriegen wir. So, Seppel, ich ziehe dich und Udo mal mit. Ja, warte noch 2 Sekunden bitte eben, dann kann ich nämlich ausmachen, weil. Du weißt schon. 2 Sekunden. 1, 2, zu spät. So, das ist alles. Wir bedanken uns trotzdem bei allen Zuschauern, die zugeschaut haben und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Ciao. Ciao. So.